Christoph Schumann. Christoph ist Informatiklehrer an einem Hamburger Gymnasium und Mitgründer der gemeinnützigen Lion-Gemeinschaft. Mit ihr arbeitet er unermüdlich an Open-Source-KI-Systemen auf Top-Niveau. Fun Fact: Lion Aesthetics, das Dataset für Stable Diffusion, hat er in einer Freistunde erstellt. War Angela Merkel wirklich Eis essen mit Obama? Und flaniert der Papst neuerdings hip in Daune? Mehr als 90% der Online-Inhalte könnten bis 2025 von KIs stammen. So die Voraussage von KI-Expertin und Autorin Nina Schick. Es wird also immer wichtiger, KI-generierte Bilder von echten Aufnahmen unterscheiden zu können. Jakob und Noah von der German International School in New York haben einen Algorithmus entwickelt, der genau dabei hilft. Synthetic Eye. Bist du dir unsicher, ob ein Fotobeitrag echt ist, kannst du auf die Website syntheticeye.dev gehen und das Bild hier hochladen. Ein intelligenter Algorithmus analysiert es dann und trifft eine Entscheidung. Echte Fotografie oder künstlich generiert? Das wissen wir in Zukunft dank Synthetic Eye von Jakob und Noah. Und das hat dem Team am meisten Spaß gemacht. Mir hat bei BWKI am meisten die Zusammenarbeit an einem interessanten aktuellen Thema gefallen, das auch Potenzial hat. Und besonders hat mir gefallen, frei in einem Projekt zu arbeiten, welches man selber aussuchen und steuern kann. Damit so eine KI auch wirklich funktioniert, braucht es natürlich eine ganze Menge Daten, eine ganze Menge Bilder beispielsweise. Die Frage ist nur, woher kommen denn diese Bilder? Zum Beispiel von Leuten wie ihm. Herzlich willkommen, Christoph Schumann. Du bist im Prinzip ein Star, weil du den Amis richtig Konkurrenz machst und eine Art Konkurrenz zu ChatGPT und Co. produziert hast. Darüber sprechen wir gleich, aber vorher, was hat es mit deinem Bilddatensatz auf sich? Ja, also vor 2,5 Jahren, da haben ich und ein paar andere Leute in einer Chatgruppe darüber diskutiert, dass DALL-E 1, das war so eins der ersten Text-zu-Bild-Generatoren, die wirklich richtig gut funktioniert haben. Und also das gab nur einen Blogpost darüber und man konnte nicht sehen, worauf waren die trainiert und wie genau funktioniert das eigentlich. Und wir haben diesen Blogpost von OpenAI gesehen und dachten, boah, krass. Das wäre doch so cool, wenn sowas demokratisiert wäre, sodass jeder darauf zugreifen kann und dass halt auch Forscher das nachprüfen können. Und wir haben dann darüber diskutiert, welchen Programmcode man nehmen könnte dafür. Es gab dann Leute, die haben daran angefangen zu arbeiten. Dann gab es von dem Deep Learning Lab in Jülich, vom Jülich Supercomputing Center von Jenya Jitsev, so eine Initiative, da wollten Forscher sich bewerben beim Supercomputer, um da dann sowas zu trainieren. Und ich hatte so auf dem Spielplatz gesessen, also ich bin Gymnasiallehrer, Informatiklehrer, Physiklehrer und meine Kinder, die spielen da und ich dachte so, ja Mann, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, solche Daten zu kriegen, so, also so 400 Millionen Bild-Text-Paare zum Beispiel. Irgendeine Möglichkeit, muss ja irgendwo mal rumliegen. Muss ja irgendwo rumliegen. Und ich wusste, es gibt so einen Datensatz, der heißt Common Crawl, so eine Seattler Non-Profit-Organisation, die ist eigentlich ziemlich klein, aber die haben so ein paar Rechner und die crawlen den ganzen Tag lang irgendwelche Webseiten, also die laden nicht die Bilder runter, sondern nur den HTML-Code, also diesen Quelltext, und dann zippen die das und laden das irgendwo hoch und das machen die mit erschreckend wenig Hardware, also die haben nur 16 Dual-Core-Maschinen, also so alte PCs im Prinzip. Und das habt ihr dann nachgebaut? Nee, die laden das alles hoch, das machen die seit 10 Jahren, da liegen 7 Petabyte an gesippten HTML-Daten. Und ich habe mich dann so gedacht, so naja, man kann ja mal so 1 Gigabyte runterladen in so einer kleinen virtuellen Maschine für Lau von Google, Colab heißt das. Und dann kann man da mal gucken, wo ist ein Link zu einem Bild? Irgend so eine URL, irgend so ein Mensch hat vielleicht so eine private Homepage über sich als Moderator oder so und dann, keine Ahnung, hat er da so schöne Bilder und dann sind da ja Links. Und dann steht da aber oft auch ein Text, der beschreibt, was man darauf sehen kann. Das macht man heutzutage fast immer, wenn man eine Homepage macht, weil dann wird man höher gerankt bei Google. Und dann habe ich so ein Open-Source-Modell genommen. Das kann mir sagen, wie gut passen Bild und Text zusammen so. Habe ich mir einfach runtergeladen, Kinder auf dem Spielplatz, ich so am alten Laptop. Ne? Auch am Spielplatz dann? Ja, dann irgendwann dann auch, ja, nicht immer, aber oder am Tablet oder so, iPad als
Als Lehrer kriegt man ja ein iPad von der Schule geliehen. Das ist sehr praktisch. Ja, und dann sitze ich da so und denke mir so, naja, bevor ich jetzt Netflix gucke oder so oder irgendwie, keine Ahnung, mich langweile, mache ich halt was Sinnvolles. Ne? Und dann habe ich das gemacht und irgendwann hatte ich so einen Spaghetti-Code, ne? Der war unglaublich hässlich und konnte keiner verstehen. Ich bin ja kein Profi-Programmierer, also ich kann schon programmieren, aber das hat dann auch funktioniert. Und dann habe ich mir so gedacht, naja, also das kann ich jetzt laufen lassen auf einem so einem PC, aber das wäre doch cool, wenn jetzt zum Beispiel Leute ihren Heim-PC bereitstellen könnten, so wie, keine Ahnung, Folding at Home oder Seti at Home, wo so Schwärme von Hobbyisten so dann, ja, keine Ahnung, Datensätze für die Forschung generieren. Und dann kam da so jemand an auf Discord und meinte so, ja, geile Idee, kann ich dir helfen? Ja, wo brauchst du denn Hilfe? Ja, ich bräuchte eigentlich jemanden, der so einen Schwarmmanager, so eine Datenbank schreibt, der dann dem Schwarm sagt, wenn du jetzt mithelfen willst mit deinem PC zu Hause, welchen Teil von diesen 7 Petabyte du dir runterladen sollst, so einen kleinen Teil, und dann machst du das und lädst das irgendwo hoch. Ja, und dann meinte er, ja, kann ich machen. Dann macht er das so und probiert so ein bisschen rum und irgendwann hat er so einen Code, der funktioniert auch ganz gut. Dann frage ich ihn so, ja, was machst du, also was bist du eigentlich, was machst du denn so? Ja, I'm a student from UK. Ne? Dann dachte ich mir so, ja, irgend so ein 20, 25-jähriger Masterstudent oder so. Der hat dann diesen Schwarmmanager geschrieben. Wir haben dann auf die Art und Weise nach 3 Wochen, also nur wir beide, 3 Millionen Bildtextpaare gehabt, also die gefiltert waren. Und das war dann auch größer als Conceptual Captions. Das war von Google Brain damals so ein Datensatz mit Bildtextpaaren. Und der war 3 Millionen Bildtextpaare. Und ich dachte mir, wow, krass, wir haben jetzt hier mit 2 Leuten, mit für lau eigentlich, so einen Datensatz erstellt. Und dann fingen immer mehr Leute, so irgendwelche PhD-Studenten oder irgendwelche Software-Leute, die da rumhingen, fingen an mitzumachen. Die haben uns dann geholfen, das effizienter zu machen. Und dann hatten wir nach 3 Monaten ohne Budget, nur mit irgendwelchen Leuten, die kamen an, ja, hier, ich habe bei der Arbeit noch irgendwie 10 Rechner, die stehen da rum, die kannst du benutzen, hier sind die Keys, benutzt. Ja. Hatten wir 400 Millionen Bildtextpaare. Wahnsinn. Und 400 Millionen Bildtextpaare, das ist natürlich für alle, die sich schon mal mit neuronalen Netzen und Co. auseinandergesetzt haben, ein Schatz, da kann man so viel draus machen. Und du hast ja nicht nur mit Bildern nicht auseinandergesetzt, sondern du hast auch noch ein riesengroßes Sprachmodell produziert. Erzähl uns kurz was dazu. Ja, ganz kurz, der Witz war nämlich der Typ, der mir geholfen hatte, dieser UK-Student, der war damals 15. Aha. Wir haben dann 2 Papers darüber geschrieben. Das eine, das letzte Line 5b, also das größere, da haben wir dann nicht für 400 Millionen gehabt, da haben wir dann 5,8 gehabt. Da haben wir bei Neurips, einer der größten Konferenzen, den Outstanding Paper Award gewonnen. Da ist er mit 16, 17 ist er jetzt Co-Autor. Cool. Also deshalb ist es gerade, finde ich, super inspirierend, halt auch für junge Leute. Ja, also man muss sich nur bei Christoph melden, da kriegt man spannende Stories und kann mitmachen. Und zwar genau da, jetzt wissen wir es auch. Und Christoph, guck mal, du bist auch im Fernsehen schon aufgetreten. Erzähl uns kurz noch was über Lion. Ja, Lion, das ist unser gemeinnütziger Verein, den wir damals gegründet haben. Und das ist ein Netzwerk, also eigentlich auf dem Discord-Server die meiste Zeit, von Highschool-Students und Professoren und Google-Ingenieuren und Informatiklehrern und allen Leuten komplett ohne Hierarchie. So, die treffen sich da und arbeiten daran, große KI-Modelle und Datensätze nachzutrainieren oder nachzubauen und die der Öffentlichkeit bereitzustellen. Klasse. Christoph, vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Es würde mich auch nicht, ja, ihr dürft gerne auch applaudieren. Das ist also wirklich richtig großartig und viel vor allem, dass Informatiklehrer sowas machen, ja, die bei uns in der Schule, ich sage jetzt nicht, welche das war, die haben da nicht ganz so viel Engagement an den Tag gelegt. Und es würde mich auch nicht überraschen, Christoph, wenn wir eines Tages von dir hören, dass du dich mit selbstfahrenden Autos noch auseinandersetzt. Das habe ich bis jetzt noch nicht mitgekriegt, dass du da auch direkt dran bist, aber unser nächstes Finalistenteam hat da was auf Lager.